Ja, willkommen. Mein Name ist Andy Röll und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Wir sind ja gerade mitten im letzten Kampf gegen Ultima, welcher ja gerade zu seiner nächsten Form, zu seiner dritten Form hier hochgelevelt ist. Ne? Anscheinend können wir irgendwie raus, was irgendwie komisch ist. Aber ja, werde ich natürlich nicht machen. Ne? Ich nehme an, wenn ich da irgendwie versuche, mich zu teleportieren, dann kommt irgendwie hier so eine Nachricht so, ey, Hammer, kannst du nicht machen. Also ja, oh, steht auch alles abgeschlossen. Ja, ne, ich hätte ja eigentlich hier nachgucken können. Ist alles abgeschlossen, ne? Aber egal, ja, wir sind im Kampf gegen Ultima und guck mal, wie es hier weitergeht, ne? Mamba, bis jetzt lief es ja noch sehr gut, ne? Oh Gott, oh Gott. Alter, ich bin gerade zurück gespawnt. Gib mir mal ein paar Sekunden. Bleh. Aha, und dann absorbieren. Hast du gesehen, wie schnell der Angriff war? Nein. Aber du hast auch alle etwas. Ah. Ah. Pause. Habe ich den von hier aus? Ja, ne. Ich glaube, ich sollte meine Ultimates hier auch einsetzen, weil die machen voll viel Schaden, ne? Aua. So, komm mal her, du Stück. Vorhin habe ich die eingesetzt, die haben voll viel Schaden gemacht. Vielleicht sollte ich die öfter einsetzen. Na, danke. Oh ja, guck mal, wie viel Schaden das macht. Der hat meinen Angriff geblockt. Okay, jetzt ganz. Das ist gut, Mann. Regen wir uns mal ein bisschen hier ab, ne? Ich habe gar keine Zeit, mich irgendwie auf seine Angriffe hier irgendwie vorzubereiten. Ich weiß gar nicht, welcher Angriff was ist. Ich sehe da oben immer so Nachricht so, Rekludion und so. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet, Mann. Oh Mann. Das ist so eine gute Idee, weil der ist gleich gebrochen. Aber das ist mal ein Supertrank, ein Supertrank, wollte ich jetzt sagen. Aber du Sack! Was soll ich machen? Oh, sehr cool. Oh, ich habe sogar alle etwas ausgerüstet in irgendeiner Art. Oh nein. Ja, das habe ich auch. Haben wir ein paar Grad HP abgezogen von dem. Titan, ja Titan, er ist auf ihn zugerannt, musste ich schon, er will ihn aufs Maul geben. Oh, ist so. Oh, ist so gut. Es ist so passend, dass ich alle Espas ausgerüstet habe. Komm her, du Stück. Du bist schon gebrochen. Du bist schon gebrochen. Du bist schon gebrochen. Du bist gebrochen. Du bist gebrochen. Wollte schon sagen. So, lass mal den hier. Halt auch den hier. Boah, jetzt meine ich jetzt nur Ultimate ausgerüstet, ne? Kann ich hier voll viel rausholen. Oh, ich hab's vergessen. Ja,
Extra Flair. Ah. Ich kann diese Angriffe noch nicht. Dunkelheit, sonst ein Zucker. Ja. Ich habe ihn nicht getroffen. Ja, Stück, komm her, Stück, komm her, Stück. Boreale Rhapsodie, was? Nicht im Film, nee, das Comedium Rhapsodie, ne? Aber da vergessen, welcher Angriff das war. Ich habe mich mal. Aber ich nicht machen. Ah, wir sehen, wie weit ich weggeflogen bin, ne? Zack. Er war ja durchgedüst, um nicht heranzukommen. Ja. Nein, auch mit den Angriff. Den Angriff finde ich voll nicht toll, ey. Ich bin fast tot. Bleib doch mal eine Sekunde stehen. Jetzt kommt er wieder mit den Angriff. Ja. Dann habe ich den Angriff aus, wenn ich ihn die ganze Zeit einsetzt, ne? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ha, komm her. Als Hand dazu kriege ich gleich noch ein. Ja, bist du, komm her. Egal wo du hingehst, ich treffe dich. Boom. Nein! Toll, dieser Angriff, ne? Komm her, Stück. Ah, ja, immer mich hier am Brechen bei. Ja, meine Form ist gleich weg. Was, Licht? Gott. Mega. Bank. Der hat nichts abgezogen, Mann. So, als nächstes Shiva, alles klar. Ja, man, cool, Nummern. Mitten in den Hintern mit dem Eiszapfen. Unendliche Dunkelheit. Ich habe das Gefühl, du willst es einfach nicht verstehen, alter Mann. Zack. Mein Sohn. Schlitz. Santen zu kennen. Nein, es ist unser Altar, an dem ihr betet. Es sind unsere Augen, die auf euch herabblicken. Limitrausch, oh. Und doch erkennst du es nicht. Kann ich auch mein Limitrausch einsetzen? Wir sind ein und dieselben. Okay, ich habe meine Punkte noch. Ah, jetzt kann ich ihn gar nicht hier. Ich wollte eigentlich schön hier meine. Aber da ist gerade gebrochen, Mann. Aha.
So, ich hoffe, er haut gleich nicht irgendwie so einen Angriff raus, wo ich den kaputt hauen muss in gewisser Zeit. Okay, komm her. Komm, mit Zugang, komm. Ich weiß, du willst es. Nein. Der ist nicht auf mich gerannt. Jetzt ist er auf mich gerannt, natürlich. Ich geh mal hier raus. Nein, 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 nein. Hier geblieben, hier geblieben. Ja, danke. Jetzt wieder hier rein gerannt. Super Trank. Ah, ich vergesse mal, dass ich da diesen Angriff hab. Oh Mann. Nein, ist schon wieder Meteoroiden. Ach, zum Glück tun die keine Druckbeeinheiteten. Auslösen, meine ich. Komm ich zu an, komm auf. Ah. Oh, die hätte ich absorbieren können, ne? Ah! Da ist auch mich zu dran. Jetzt baller ich dich drauf. Ja, den haben wir sowas von. Jetzt in ja. Ist mal nicht vergessen. Oh, da. Ja. Mir irgendwie schon gedacht, dass ich das nicht absorbieren kann, aber ich möchte da versuchen sollen, ne? Ja. Ich kann gar nicht erkennen, ob der Angriff ready ist oder nicht, weil es so weil es so dunkel ist. Aua. Gott. Okay, langsam wird es ein bisschen knapp hier so. Nein. Okay, langsam wird es ein bisschen knapp, ja. Ja. Nein, er setzt schon ein. Jetzt den Schein, die Fresse. Boah. Nein, den kriege ich noch runter. Also du bist stark. Ich habe schon gegen stärkere Gegner auf diesem Kanal gekämpft. Das ist schon mal von Lingering Wilgard, Kingdom Hearts 2, der Mysterious Figure. Dagegen bist du ein Klacks. Oh Gott. Ja, bin echt ganz knapp hier. Ich habe keinen Trank mehr außer mein Elixier. Oh. Er sagt, willst Feuer gegen mich einsetzen? Ich wurde in diesem Feuer geschmiedet. Zack. Ich sehe gerade als Ultimalius. Okay. Jetzt gibt's auf die Nuss. Ultimalius. Oh, ist gebrochen. Dein Thron über der Welt schien dir so sicher, dass du die unter dir nicht anerkennen wolltest. Wenn es doch eine Phase kommt, bin ich geliefert. Ich habe keine Tränke. Allein zu sein. Und damit genau das gemieden, was dich stark gemacht hätte. Weggestoßen, was dich höher emporgehoben hätte. Wir brauchen niemanden, weder dich noch sonst jemanden. Und da unterscheiden wir uns. Wäre niemals allein hier angekommen. Ich trage in mir die Hoffnungen und Träume meiner Brüder und Schwestern. Und sie sind es, die mir die Kraft geben werden, dich zu stürzen. Oh Mann, es geht immer noch weiter. Ich kann nicht enden. Wer ist hier mit ins Gesicht? Oh, ich hätte gleich ihn hier einsetzen sollen. Ja, haut sogar noch zurück. Ah.
mit Feuer nicht. Am besten wäre ja mit 20 Zucken gewesen, aber was soll's. Nein, sie ist die finale Fantasie. Und es werden deine letzten sein. Oh. Das waren 1 Million Schaden. Ich habe nicht gesehen, wie viele. Ich glaube, 6 waren das, ne? Ne, das waren 1 Billion dann. Oder 1 Milliarde, keine Ahnung. Maximaler Schaden. Der ultimative High Five von Clive. Schön. Irgendwie habe ich gerade mein Schwert weggeworfen, kann das sein? Ich glaube, das ist jetzt weg. Das schon. Aber ich weiß, dass es schwer wird. Wir werden Schmerz und Leid erfahren. Ein hartes Leben. Und das soll es sein, wofür ihr so hart gekämpft habt? Wieso? Weil wir müssen. Wir kämpfen, überleben, überdauern. Das macht uns aus. Wir sind unvollkommene Kreaturen. Jeder Mensch braucht die Schulter eines anderen. Aber dann ertragen wir alles. Mag der Horizont auch noch so weit sein, wir ziehen weiter. Mit unerschütterlicher Gewissheit. Denn das ist unser Wesen. Meine Gratulation. Genießet diesen Sieg. Doch ihr habt euren Untergang nur aufgeschoben. Eure Welt ist bereits tot. Möget ihr bis in alle Ewigkeit darauf zugrunde gehen. Thank you.
Naja, aber ich bin mir ziemlich sicher, niemand hat erwartet, dass Joshua am Ende des Spiels noch am Leben bleiben wird, ne? Also was soll man machen, ne? Immer weiter zurück in die Vergangenheit. Gehen wir zurück zu Clives Geburt. Ne, okay. Wieder da sein. Ist er wieder da? Oh. Es scheint Ultimas Kraft war schon immer zu groß für diesen Leib. Die Dinge mit ihr in Ordnung bringen. Und Ultimas Vermächtnis. Träger, Domini, Kristalle und Magie. Den Feuern übergeben. Auch wenn ich mein eigenes Ende besiegle. Sollen wir leben?
Okay. Wir haben es geschafft, nicht wahr? Und da sind die Credits. Okay. Ja, das sind die ganzen Synchronsprecher von Clive, ne? Okay. Sind wir noch am Leben? Ja, ne? Okay. Hier läuft Musik im Hintergrund. Ich mache mir... Ich habe schon so ein bisschen Panik. Ich muss ein bisschen öfter jetzt hier reden, auch wenn ich die Crates dadurch ein bisschen ruiniere. Aber sonst gibt es wieder Probleme mit dem Video, ne? Und das muss ich vermeiden. Also ja, Entschuldigung. Wenn ich das Ending hier so ein bisschen ruiniere mit meinem Gequassel. Aber damit hatte ich jetzt schon in letzter Zeit genug zu kämpfen. Da habe ich gleich keine Lust mehr. Oh. Jetzt verätschert, ne? Ja. Oh, ist definitiv copyrighted, dieses Lied. Oh Mann. Ich werde ja stumm schalten, aber solange er noch hier am Reden ist, kann ich das noch nicht machen, nehme ich an, ne? Weil ich will ja den Dialog und so weiter alles noch hören, ne? Aber nicht, dann muss halt hier stumm geschaltet werden, sorry. Was es definitiv sein wird, ne? Trotzdem mal den Sound ein bisschen runterstellen. Was bist du doch für ein Wunder. What? Tut sich ja nichts da machen. Ja. Lasst mich durch. Ah. Ich will ihn sehen. Oh, hallo, Clive. Oh, lass mich raten. Sid, Clive. Sid, Clive. Du Trampe. Was? Ich war doch ganz. Psst, du machst ihm Angst. Ist schon gut. Warum ist Torgal eigentlich nicht mitgekommen? Also überall kommt Torgal die ganze Zeit mit, ne? Nur im finalen Kampf nicht. Ah. Ja. Ja. Alle Charaktere bis auf Jill. Und Torgal sind weg. Otto hat sein eigenes Screen. Nachher sicher gern. Vielleicht gehört dir. Du kannst in ihr leben, wie du willst. Genau wie Sid wollte. So wie sie es beide wollten. Alle beide Sits. Und ja, wieder so eine Liebesgeschichte, die jetzt zu Ende geht. Das ist jetzt irgendwie so ein Trend in neueren Final Fantasies, ne? Man glaubt oder nicht, Final Fantasy war früher nicht so romantisch ausgelegt. Das fing erst so, weiß ich nicht, ab, ich glaube, den 9. Teil, den 8. Teil oder so an. Fand ich jetzt so. Na, passt doch, sie hat wieder. Er sollte ja ursprünglich sie beschützen, ne? Jetzt ist er bei ihr. Wenigstens jemand, eine ist noch übrig, ne? Und so endete unsere Reise. Okay. Ja, natürlich mal hier stumm schalten, ne? Wir haben jetzt ja
Ein wunderschönes japanisches Lied, das gerade gesungen wird. Aber ich tue halt stumm schalten, weil ich genau weiß, dass, also wenn das Lied gerade mir nicht Probleme gebracht hat, dann wird definitiv dieses Lied mir ja Probleme geben, ne? Deswegen schalten wir halt hier stumm, ne? Einfach nur, um sicher zu gehen. Tut mir leid, wenn ich dadurch das Ending ruiniere, aber ja, lassen wir halt mal so, ne? Ich rechne einfach damit, dass ich gleich schon sowieso Probleme haben werde mit dem Lied und so, ne? Aber jetzt machen wir erstmal hier stumm, ne? Gut. Ah, da geht schon wieder ein Spiel zu Ende, ne? Star Wars Jedi Survivor. Ich weiß nicht, wie viele Wochen das jetzt schon wieder her ist. Ein Monat oder so. Jetzt haben wir Final Fantasy 16 abgeschlossen. Und ja. Jetzt habe ich wieder nur ein Solo-Projekt, worauf ich mich konzentrieren kann. Was Lego Star Wars ist. Und das werde ich dann jetzt auch erstmal durchziehen, bis ich das durchspiele. Und dann erst werde ich wieder ein neues machen. Ne? Hin und wieder noch Genshin Stream, nehme ich an. Bis wir da auch irgendwann mal alles fertig haben. Und ja, dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, wie lange Lego Star Wars dauern wird. Ich mache eigentlich gut Fortschritt da, finde ich. Auch wenn da eine Menge Sachen sind, die man machen muss. Ah, ich habe noch einige Sachen hier so auf Standby. Also ist jetzt nicht das Problem, ne? Nachdem ich Final Fantasy 16 gespielt habe, und auch schon Final Fantasy 7 Remake hier, das kommt ja auch irgendwann mal der nächste Teil, ne? Muss ich auch noch DLC spielen, wo es um Yuffie geht. Weiß nicht, ob ich das auch noch irgendwann reinreiche da vor, bevor der nächste Teil davon rauskommt. Was ich liebend gern mal spielen will, wäre mal Final Fantasy 6, ne? Auf diesem Kanal. Schon ein altes Spiel. Für die, die es nicht wissen, Final Fantasy 6 ist vielleicht mein Lieblingsspiel, ne? Und nachdem ich jetzt hier Final Fantasy 16 gespielt habe, habe ich so richtig Bock bekommen, ja, mein Lieblingsspiel auf diesem Kanal zu spielen. Was ursprünglich auch das erste Spiel auf diesem Kanal sein sollte, aber damals war Square Enix noch so ein bisschen steifer, was so Let's Plays und sowas anging, ne? Ich weiß nicht, ob da, die sind ein bisschen lockerer geworden, immer noch sehr, weiß nicht, dagegen, ich würde jetzt nicht sagen dagegen, aber sind etwas lockerer geworden als von vor 10 Jahren, wo ich meinen Kanal gegründet habe, ne? Und irgendwann muss ich das Spiel auch mal reinreichen und ich muss aber auch wissen, ob da irgendwie Interesse dran besteht, irgendwie bei einigen Leuten, ob einige Leute überhaupt sehen wollen, ne? Weil schon ein etwas älteres Spiel ist hier für die Super Nintendo damals, ne? Aber ich würde es liebend gerne spielen, einfach nur, weil es mein Lieblingsspiel ist und definitiv mein Lieblings Final Fantasy. Damit ich das auch mal an einige Leute hier vorstellen kann, ne? So meine Geschichte über dieses Spiel erzählen kann, welche ich finde, ist ein bisschen interessant. Aber ja, genug von Final Fantasy 16, von Final Fantasy 6, tun wir erstmal eine 1 noch davor packen und über Final Fantasy 16 reden. Ich muss zugeben, dieser Wandel von so Rollenspiel auf Actionspiel in diesem Spiel, ja, nachdem man natürlich hier ein paar Stunden gespielt hat, gewöhnt man sich natürlich daran und findet sich damit ab, so ja, das ist halt wie dieses Spiel ist, ne, aber ich würde immer noch bevorzugen, wenn es so ein reines Rollenspiel wäre. Ich meine, Final Fantasy 15 hat ja schon so einen Sprung gemacht zu so Action-RPG-mäßiges. Und das hier ist ja jetzt, das Spiel ist ja mehr oder weniger Action-Spiel mit so ein paar Rollenspielelementen so hin und wieder reingestreut und so, ne? Von daher, aber gewöhnt man sich dran, ne? Findet man sich mit ab. Die Story ist auch sehr viel dunkler als die vorherigen Teile. Also das ist definitiv das dunkelste Final Fantasy bisher, ne? Ich glaube auch das einzige Final Fantasy, das jetzt ab 16 ist, ne? Ich meine, die vorherigen Teile sind alle noch so ab 12, ne? Was auch. Ich meine, wenn man sich ansieht, was hier so passiert ist mit den ganzen Nacktszenen und so, ne? Also ist ja nicht verwunderlich, ne? War ja mehr oder weniger eine spielbare Version von Game of Thrones hier. Ja. Final Fantasy 10 würde ich auch gern spielen. Aber das Spiel wird lange dauern, weil es so viel Post-Game-Content in dem Spiel gibt, wo man viel grinden muss und so. Aber die Story ist auch ikonisch. Ja.
eins meiner Lieblingsteile oder Final Fantasy 8. Boah, Final Fantasy 8, ne? Oh. Ja gut, jetzt man hat Zugriff auf all diese Spiele, ne? Man kann sie alle holen. Die gibt's alle über Steam oder per PlayStation Network oder so. Du hast ja wortwörtlich Zugriff auf alle Final Fantasy Spiele, ne? So. Aber ich würde liebend gerne mal Final Fantasy 6 spielen, wenn Interesse dafür besteht, ne? Ja, wenn nicht, dann ja, macht es natürlich keinen Sinn, ne? Ja, ich würde so gerne mal spielen. Boah. Ich liebe Final Fantasy 6. Oh, könnte ich immer spielen. Ich würde das so gerne mal wieder spielen. Schon sehr lange her. Gut. Weiß ich nicht. Die Story. Ja. Es wird definitiv nicht in die Annalen eingehen als eins meiner Lieblings-Final Fantasies, werde ich jetzt ganz offen mal ehrlich so sagen. Dafür sind die anderen Teile für mich einfach so sehr viel besser. So Spiele wie, ich weiß gar nicht, was mein offizielles Ranking so wäre. Noch Final Fantasy 6 definitiv Platz 1. Platz 2 könnte vielleicht Final Fantasy 10 sein. Dann mein erstes Final Fantasy, Final Fantasy 8 wahrscheinlich. Final Fantasy 4 finde ich auch richtig gut. Eine Story und Charaktere mäßig. Dann wird wahrscheinlich so Final Fantasy 7 kommen. Dann. Weiß ich nicht. Dann ist es jetzt nicht mehr so genau. Irgendwie, keine Ahnung. Dann ist das Ranking schon, macht es noch nicht mal so Sinn. Das sind so meine Top 5, würde ich sagen, ne? So, also Final Fantasy 6, 10, 8, 4 und was hatte ich gesagt? 7. Das sind meine Top 5, ne? Danach sind alle so irgendwie so auf dem gleichen Level. Und Final Fantasy 16 könnte sich da auch irgendwie so eingliedern, würde ich sagen, ne? So. Final Fantasy 12 und 15 finde ich, sind so auf einem Level. So, ganz unten ist natürlich Final Fantasy 13. Final Fantasy 1 wäre auch so irgendwo in der Mitte, würde ich sagen, weil es auch klassisch, ne? Final Fantasy 2 auch wenn das sehr komisches Gameplay ist. Final Fantasy 3, ja. Da würde ich auch so ein bisschen niedriger irgendwie so Ranking irgendwie. Final Fantasy 5 habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gespielt. Boah. Aber das würde ich auch so vom gleichen Level, so wie vielleicht ein bisschen höher als so 12, aber niedriger als 15. 15 macht eigentlich auch Bock. Obwohl ich würde es vielleicht eher als 15 ranken, keine Ahnung. Die klassischen sind halt so die goldene, so Final Fantasy, weil nicht so 4 bis 9, das ist so die goldene Ära von Final Fantasy, ne? Die kann es einfach nicht mehr toppen, das geht einfach nicht mehr. Ja, das sind alles klassische Rollenspiele und so. Und ich bin mir ziemlich sicher, dieses Spiel hat sich wahrscheinlich mehr verkauft als einige andere Titel damals. Aber das ist halt... Der Grund liegt daran halt, weil jetzt mittlerweile Final Fantasy so eine schon aufgebaute Serie ist. Also ist klar, dass immer mehr Leute irgendwie in die neuen Spiele holen werden. Ne? Also ist irgendwie vollkommen klar, ne? Aber trotzdem. Ja, Final Fantasy 16. Ich würde das Spiel wahrscheinlich sogar niedriger ranken als Final Fantasy 15, wenn ich ganz ehrlich bin. Einfach nur, weil Final Fantasy 15 so viel zu tun hat, noch so außerhalb. Die Story ist vielleicht ein bisschen besser, weil sie nicht so komplex ist. Aber so vom Gameplay her, finde ich, hat Final Fantasy 15 so viel mehr zu bieten. Ich mochte die Charaktere hier aber lieber, weil es nicht nur so eine Pretty Boy Band ist wie in Final Fantasy 15, ne? Da kann ich noch Lila. Ne? Bei mir müssen Rollenspiele immer so eine ausgeglichene Gruppe haben. Deswegen mag ich die Tales of Serie auch immer. Weil in jedem Spiel, du hast immer eine ausgeglichene Anzahl von Männchen und Weibchen. Du hast immer. Und wenn, dann ist dann immer irgendwie so ein Männchen oder ein Weibchen mehr. Ne? Aber du hast nie irgendwie, keine Ahnung, irgendwie zwei Hauptcharaktere, die männlich sind und dann irgendwie sechs Hauptcharaktere, die weiblich sind. Da hat Star Ocean 4 auch gemacht. Da habe ich auch. Du hast irgendwie 9 Charaktere, 3 von denen waren Männer, der Rest waren alles Frauen. Und keine Ahnung, so was gefällt mir nicht. Und das muss ausgeglichen sein. Deswegen liebe ich auch die Ben Berlin.
Deswegen mag ich die Tales of Serie auch so gerne, weil du hast immer eine ausgeglichene Anzahl von Geschlechtern, ne? Gleichberechtigung, ne? Aber ja, ja, also, und es ist richtig cool, was hier in diesem Spiel so alles passiert ist, ne, mit diesen ganzen Esper-Kämpfen und boah, es ist cool anzusehen, es ist auch richtig episch, aber ich fühle mich eher, als würde ich irgendwie hier so God of War oder so anschauen, während ich hier mir die Cutscenes angucke, anstatt irgendwie in Final Fantasy, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn ich so sehe, wie Ifrit irgendwie sich hier mit Titan kloppt oder irgendwie durchs All fliegt und gegen Bahamut kämpft und so, das ist für mich nicht mehr Final Fantasy, das ist mehr so God of War oder irgendwie so was, oder Bayonetta oder was, das Azuras Wrath und so, ne, wo so vollkommen übertriebene Kämpfer sind und so. Also keine Ahnung, ist cool anzusehen, ist auch richtig episch und ich bin auch voll durchgeredet, als alles passiert ist, aber mein Gott. Weiß ich nicht. Es muss nicht unbedingt sein, meiner Meinung nach, ne? Wir haben, ich glaube, ich hatte irgendwie 70 Stunden ja dran gesessen an diesem Spiel, ne? Und ich habe schon, so wie es aussieht, alles erledigt, ne? Auch so eine Sache, die ich ja bemangeln muss an dem Spiel, ne? Es gibt nicht viel so, ich meine, es gab schon viel zu erledigen, ne? Aber die Sachen, die wir erledigt haben, die haben so 70 Stunden gedauert, ne? Da muss ich das natürlich immer hier mit den älteren Final Fantasies hier vergleichen, ne? Final Fantasy 10, da konntest du 200 Stunden lang dran sitzen, bis du alles erledigt hast, ne? Weil es gab so viele optionale Bosse, es gab so viele Sachen, die du außerhalb der Hauptstory machen konntest, ne? Final Fantasy 15, Alter, der Reiz von Final Fantasy 15 ist es, dass du wortwörtlich alles machst, bis auf die Hauptstory, weil es halt so viel Open World mäßig zu tun gibt, ne? Und hier war es halt so, weiß ich nicht, du hast ein bisschen in der Story weitergespielt, oh, du hast jetzt hier 5 Quests auf dieser ganzen Welt freigeschaltet, ne? Wo du dann gegen irgendwie so ein paar normale Monster oder so gekämpft hast oder irgendwie Gegenstände gesucht hast, dann gehst du wieder zurück, gibst die Mission ab, dann spielst du wieder eine Stunde weiter in der Story und dann hast du wieder so die nächste Handvoll von Quests freigeschaltet, die du annehmen kannst, die du machen kannst, was dann auch wieder, keine Ahnung, gegen irgendein Monster kämpfen musst oder einen Haufen Monster, irgendeinen Gegenstand finden, dann wieder zurück, ne? Steht da, was ich meine? Dagegen Final Fantasy 10, wo du irgendwie diese Monster-Farm hattest, wo du irgendwie super starke Bosse freigeschaltet hast, die irgendwie 10-mal stärker sind als der finale Boss, ne? Mein Gott, der stärkste optionale Boss in Final Fantasy 10 hat 12 Millionen AP. Das ist... Der finale Boss des Spiels hat 120.000 AP, ne? 120.000, 12 Millionen, wie viel Prozent ist das mehr? 10? 100% mehr, ne? Der hat 100-mal mehr HP wie der finale Boss. Man kann wortwörtlich den finalen Boss mit 2 Schlägen one-shotten, wenn man irgendwie stark genug für den optionalen Boss ist in Final Fantasy 10, ne? Dann hast du noch Blitzball, konntest du ja Blitzball spielen, ja. Du konntest, was noch, die ultimativen Waffen alle farmen, ja. Hier gab's auch irgendwie nicht so eine ultimative Waffe, ne? Hab ich auch ein bisschen geschildert. Gar keine ultimative Waffe? Und ja, so wie es aussieht, sind wir jetzt schon fertig, ne? Ich habe eine Trophäe für alle Kopfgeldjagden bekommen, also gibt es keine Kopfgeldjagden mehr. Ich weiß nicht, ob es irgendwie noch Quests oder so gibt, ne? Ob irgendwann ein neuer Shop freigeschaltet wird, weil mir fehlen ja anscheinend noch einige Songs, ne, die ich noch nicht freigeschaltet hatte. Vielleicht habe ich jetzt hier von dem finalen Kampf oder so hier das Lied freigeschaltet. Kann natürlich sein, ne? Kann ich bestimmt jetzt bei Kaon oder so kaufen, keine Ahnung. Aber ja, sonst gibt es jetzt hier eigentlich nichts mehr zu tun, ne? Wir sind eigentlich fertig. Habe ich so ein Gefühl, ne? Außer hier gibt es noch irgendwie so einen super optionalen Boss oder so, ne? Aber mal schauen, ne? Keine Ahnung. Was noch? Ja, Clive. Ich fand den Zeitsprung nett, dass es so viele Zeitsprünge in diesem Spiel gibt. Ich mag es, wenn irgendwie Spiele Zeitsprünge haben oder Storys an sich.
Deswegen mag ich auch Dragon Ball so sehr, weil es immer so viele Zeitsprünge gab in den in der Serie, ne? Was ich dann immer irgendwie so, dass die Welt irgendwie verändert. Man hat irgendwie so Zeit, die Welt irgendwie so auszubauen und so zu sehen, so, oh, was hat sich in diesen Jahren alles verändert und so, ne? Da finde ich immer nett. Aber so viel hat sich da jetzt eigentlich auch nicht geändert, ne? Clive hat ein Bärtchen, der hat sein Tattoo da entfernt, ne? Ansonsten. Keine Ahnung. Und es war ja sowieso klar, dass Joshua am Ende nicht überleben wird, ne? Der Typ war die ganze Zeit krank, ne? Also, das ist so dieses typische. Ja, dieser typische Charakter, der die ganze Zeit krank ist oder nicht mehr so fit ist oder so und irgendwann sowieso den Löffel abgibt, ne? Es war ja von Anfang an klar, dass er nicht überlebt, ne? Wenn er jetzt nicht überlebt hätte, dann wäre er irgendwie im finalen Kampf irgendwie draufgegangen. Und selbst wenn er überlebt hätte, er ist krank, das heißt, er wird sowieso nicht lange überleben, ne? Also da kann man sich schon ausmachen, dass der nicht überlebt hätte, ne? War sehr offensichtlich. Dion, ja, konnte man eigentlich auch schon mitrechnen, ne? Ganz ehrlich. Er hat seine Esper verloren, der wollte hier Genüge tun für die ganzen Sünden, die er hier, wie nennt man's? Für die ganzen schrecklichen Taten, die er vollbracht hat, nehme ich an, ne? Sünden verbracht hat, keine Ahnung. Und ja, es war irgendwie sehr schon abzusehen, dass er es vielleicht nicht schaffen würde, hier durch die Story. Also ja, war auch schon vorauszusehen, ne? Ja, Jill, weiß nicht. Jill war noch so ein bisschen offen, hat die überlebt. Torgal hat überlebt, auf jeden Fall. Natürlich wird Torgal überleben, ne? Das ist halt die Sache. Leute bringen halt keine Hunde um in Videospielen. Und wenn halt Leute machen würden, dann würden die Fans durchdrehen. Ne? Was, ihr bringt den Hund um? Sag mal, habt ihr sie noch alle? Nur JoJo's Bizarre Adventure kann das machen und davon kommen. Aber alles andere, ne, wenn Torgal am Ende gestorben sind, dann hätten die Leute sich so aufgeregt, ne? Dann hätten die das Spiel irgendwie gecancelt und so. Glaub mal, also natürlich wird der überleben, ne? Natürlich überlebt er. Ist ja sowas von klar. Und ja. Ich will ganz ehrlich sein, ich muss nicht so eine dunkle Geschichte für Final Fantasy haben, muss ich ganz ehrlich nicht, ne? Kann ruhig so ein bisschen gelassener und lighthearted, leichtherziger sein, ne? So wie es ja angeblich heißt, ne? Muss jetzt nicht hier so eine sehr lustige Geschichte sein, ne? Die sich nicht so ernst nimmt, so wie Final Fantasy 5. Da war, glaube ich, ein sehr witziges Spiel, ne? Aber muss auch nicht so, weiß ich nicht, so Game of Thrones ernst sein, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Aber mir hat das Spiel gefallen, ist, glaube ich, worauf ich hinaus will, ne? Mir hat es gefallen, ich hatte Spaß. Ich habe mich natürlich die ganze Zeit lustig gemacht über Clive und die Story und so, aber das mache ich ja mit jedem Spiel, also darf man nicht zu ernst nehmen, ne? Mir hat die Story gefallen, mir haben die Charaktere gefallen, auch wenn ich Clive irgendwie wie so ein Volltrottel irgendwie dargestellt habe und die ganze Zeit rumgemimt habe, aber ich fand es trotzdem natürlich sehr gutes Abenteuer, sehr gute Story, sehr gute Charaktere. Und ja, wie gesagt, darf man nicht zu ernst nehmen, wenn ich jetzt hier so ich über die Charaktere lustig mache. So spiele ich halt meine Spiele, okay? Und ja, ich passe auch hier und da mal nicht auf und bekomme einige Sachen mit und bin dann manchmal so verwirrt, so, was ist hier eigentlich passiert? Ich weiß zum Beispiel immer noch nicht, wer Logos ist, ne? Was das ist. Da muss ich immer hier an diesen einen Henchman hier von Final Fantasy 10-2 denken, ne? Die hat ja hier LeBlanc, hier die Rivalin hier von Yuna, die hatte doch hier. Er hat ja also zwei Henchmen. Einer von denen war Logos. Das heißt, er ist dieser lange Typ mit den zwei Knarren.
Und ja, weiß ich nicht. Da muss ich mal an den denken. Und das ruiniert das irgendwie so. Koya Kawaii, cool. So, im Hintergrund laufen übrigens hier die ganze Zeit so die ganzen bekannten Lieder hier. Man hat schon das Bosskampfthema gerade gehört, man hat hier das Esper-Kampfthema gehört, dieses. Also ich spiele jetzt hier gerade hier so eine Compilation hier von den ganzen Liedern im Hintergrund ab. Ne? Ich könnte das eigentlich hier schon wieder anstellen, ne? Was war ja, hab ich gar nicht dran gedacht. Mach mal einfach. Ich habe einfach nur gerade die Lyrics gehört, habe mir gedacht, so, ja, hör mal, da sollte ich vielleicht mal irgendwie nicht irgendwie drüber spielen, ne? Aber jetzt, wo die wieder so ganz normalen Titel und so spielen, kann ich ja eigentlich wieder anstellen, glaube ich, ne? Habe ich irgendwie so voll ausgewählt. Ich war hier so konzentriert, irgendwie darauf zu reden, ne? Und hier meine Meinung und mein Fazit und all sowas zu geben. Habe ich da gar nicht mitbekommen, Entschuldigung. Aber ich habe auch ehrlich gesagt alles gesagt, was ich sagen wollte, ne? Ich warte jetzt eigentlich nur noch, bis die Credits hier vorbei sind, ne? Weil ich sonst nicht mehr genau weiß, was ich genau sagen soll. Ich könnte mal einen kurzen Schluck trinken, ne? Das wäre vielleicht eine Idee, ne? Mit den Liedern wird es ja hoffentlich kein Problem geben, ne? Ich bin ja gerade den nächsten Lego Star Wars Part am Hochladen. Und nachdem man den hochgeladen hat, dann muss das Video sich erstmal so verarbeiten, ne? Damit es hier zu HD wird und all sowas, ne? Und nachdem das dann fertig ist, dann bekommt man irgendwie so eine Meldung, so, oh, gibt es hier Urheberrechtsprobleme oder nicht, ne? Und ich warte gerade mehr oder weniger darauf, bis das vorbei ist, damit ich sehen kann, oh, gibt es irgendwelche Probleme oder nicht. Dauert noch so 45 Minuten. Da kann ich jetzt noch nicht sagen, aber sobald die 45 Minuten ablaufen, wird da wahrscheinlich wieder irgendwie was sagen, so, oh, mit dem Lied gibt es ein Problem. Da kann ich schon wieder das Ding bearbeiten und stumm schalten. Also machen, ne? Gut. Also gut, wie gesagt, jetzt haben wir alle Solo-Projekte erstmal abgeschlossen, bis auf Lego Star Wars. Jetzt kann ich mich nur darauf konzentrieren, was ich gut finde, weil immer wenn ich ein Projekt weniger habe, kann ich mich halt, dann macht es halt ein bisschen so einfacher so für die Übersicht, ne, auf meinen Computer und so, ne, weil ich habe ja so Ordner hier mit irgendwie Thumbnails zu diesem Spiel, zu diesem Spiel, zu diesem Spiel, und je weniger Spiele oder Let's Play, desto weniger Ordner und so habe ich, ne, das ist dann die Übersicht ein bisschen vereinfacht. Und daher bin ich dann immer froh, wenn ich so ein Projekt irgendwie so aus dem Weg räumen kann, damit halt hier die Übersicht hier wieder besser wird. Und ja, ich konzentriere mich dann auf Final Fantasy, auf Lego Star Wars, ne, die Skywalker Saga, könnt ihr ja mal reinschauen, ne. Und dann ziehen wir erstmal das durch, ne. Im Moment gibt's jetzt nicht so ein Spiel, das gerade in neuester Zeit rauskommt. Monster Hunter 6 wurde ja letztens angekündigt, Monster Hunter Wilds, ne, soll der offiziell sechste Teil von Monster Hunter sein, ne, aber das dauert noch ein bisschen, bis das rauskommt. Das ist so ein Spiel, was mich interessieren würde, was ich auch mal gerne wieder Let's Playen würde. Ich habe auf meinem englischen Kanal ja Monster Hunter World gespielt, kam richtig gut an. Weiß nicht, ob es auf Englisch, weil es auf Englisch war, ne, und ich halt mehr Zuschauer hatte, aber das ist richtig gut angekommen, ne? Da hatten Leute Spaß, ne. Monster Hunter 3 Ultimate hatte ich ja auch auf diesem Kanal mal gespielt, aber ich bin dann irgendwann nicht weitergekommen und keinen Bock weiter zu grinden, ne? Ja, Monster Hunter World, das wird ja auch jetzt hier voll promoted, nachdem Monster Hunter 6 angekündigt worden sind. Es gibt ja jetzt Dutzende Leute, die das Spiel jetzt wieder spielen, ne? Weil das jetzt überall im Angebot ist, ne? So auf Steam, auf PlayStation Network und weiß ich nicht alles, ne? Ist ja überall jetzt im Angebot. Weil die halt Monster Hunter Wilds hier promoten wollen, ne? Und jetzt spielen alle Leute hier auf YouTube gerade Monster Hunter wieder. Ich habe auch schon wieder Bock bekommen, ich will da auch mal wieder spielen, ne?
Ich muss mal jemanden finden, mit dem ich das spielen kann. Oder? Ich kenne jemanden. Ich glaube, mich hat der Weg auch Bock hat, weil halt ein sehr grindiges Spiel ist. Er hat ja, glaube ich, mal die 3DS-Version gespielt hier. Weiß nicht, wie sehr der denen hat gefallen hat, aber ich würde jetzt einfach mal raten, nicht so sehr. Der Master wäre wahrscheinlich auch nicht drauf down dafür. Weil, wie gesagt, weil es so grindy ist, ne? Aber ich habe so Bock darauf, Mann. Boah. Lieber Monster Hunter World. Boah. Aber ja, wie gesagt, bis Monster Hunter Wilds rauskommt, das dauert noch eine ganze Weile. Das ist so das erste, oder hier Final Fantasy 7 Remake, die nächste Version davon, der nächste Part davon. Ich muss ja immer noch das DLC davon spielen. Ne? Da werde ich wahrscheinlich kurz bevor das Spiel rauskommt hier noch durchziehen. Da wird ja wohl nicht so lange dauern. Ne? Wenn wir uns hier noch so reinkommen können in das Spiel wieder, ne? Zu sehen können. Ich weiß ja nicht, wie sehr das irgendwie verbunden ist hier mit den Events aus dem Spiel. Ist eigentlich hier, geht es ja um Yuffie hier, dieses Ninja-Mädchen aus Final Fantasy 7. Ich weiß nicht, wie wichtig es ist, ihre Story zu spielen, damit man irgendwie versteht, was im nächsten Teil passiert. Aber ich werde es definitiv mal spielen. Ich habe halt nur keinen Bock, immer zu Spiel zurückzukehren, die ich schon abgeschlossen hatte. Das DLC kam irgendwie so ein, zwei Jahre später raus. Zu dem Zeitpunkt habe ich das Spiel schon komplett abgeschlossen, Platin-Trophäe geholt, komplett Let's Played. Ich habe halt keine Lust gehabt, da zurückzukommen, ey. Deswegen habe ich auch nie das DLC von Kingdom Hearts 3 irgendwie abgeschlossen. Ich hätte halt schon voll abgeschlossen, schon alles gemacht und so. Und dann hat das DLC ein, zwei Jahre später rauskam, da habe ich mir halt gedacht, boah, ich habe keine Lust darauf. Das Problem ist, jedes einzelne Spiel hier von Tales of Arise ist jetzt auch letztens ein DLC rausgekommen. Ich habe doch keinen Bock, der jetzt hier nochmal. Das Spiel habe ich vor zwei, drei Jahren irgendwie gespielt hier auf dem Stream. Bin schon wieder draußen, was das Spiel angeht, ey. Wie sollen die DLCs rausbringen, wenn ich das noch am Spiel bin? Mich noch hier. Ich tue ja schon langsam hier spielen, ne? Das hier Final Fantasy 60, wenn ist das Spiel rausgekommen hier vor ein paar Monaten schon, ne? Letztes Jahr. Ich bin jetzt erstmal fertig, weil ich wieder so lange gebraucht habe. Mir so lange Zeit gelassen habe. Da ist auch schon wieder ein DLC, glaube ich, draußen, ne? Ich glaube, da sind sogar zwei DLCs schon draußen, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich das spielen will, ganz ehrlich. Weiß nicht, was es ist, aber ich habe irgendwie nicht so Lust auf DLCs, diese die Story irgendwie so fortsetzen. Final Fantasy 15 hat das auch oft gemacht, da gab es auch so viele DLCs. Die haben zwar Spaß gemacht, aber oh, soll das alles in das Hauptspiel reinpacken? Ich habe keine Lust, immer DLCs zu spielen. Ich bin ganz ehrlich froh, wenn ich das Spiel ja schon fertig habe. Ne? Hat mir Spaß gemacht natürlich, aber ich bin auch froh, dass wir fertig sind, ganz ehrlich. So, die Credits dauern jetzt natürlich wieder hier 5 Stunden. Ne? Aha, da sind halt 4 Spiele hier an das Spiel beteiligt. Ne? Oh. Hallo, ich kann das Spiel. Ich kann die Credits. Kann die Credits hier beschleunigen, das sagst du mir jetzt erst. Ja, tut mir leid, aber ja, komm, machen wir jetzt. Kein Disrespect hier für die ganzen Macher des Spiels, aber meine Güte, hat sind so lange Credits. Am Ende des Tages werde ich sowieso keinen von denen auswendig kennen. So, was passiert denn hier noch? Weiß ja, Zeitsprung. Das hat ja kleine Baby, das wir gerade gesehen haben, von Gap. Einer von denen. Immer dasselbe. Machst du Feuer? Ja, Mutter. Komm schon. Hätte ich bloß die Macht einer Esper. Esper, hast du schon wieder diese alberne Geschichte gelesen? Magie gibt's nur in Märchen und Märchen helfen nicht beim Feuermachen. Siehst du? Geht doch. Jetzt sei so lieb und spiel draußen mit deinem Bruder. Komm
schon. Schnell. Schnell. Ist ja gut. Was ist das? Final Fantasy 17. Lass uns Heilige und Heretiker spielen. Nein, ich will nicht Mardu sein. Oh, Mardu. Hast du eine bessere Idee? Krieg der Esper. Final Fantasy von Joshua von Rossfield. Hier? Ach, von mir aus. Und ich bin Ifrit. Was? Ich bin der Ältere. Was hat Bahamut gesagt? Okay. Mardu. Ist auch eine Esper. Doch wo eine Reise endet, beginnt eine neue. Beginnt irgendwo anders eine neue. Ein Stern am Himmel, der meinen Namen trägt. Erstelle einen abgeschlossenen Spielstand. Machen wir mal hier einen zweiten. Aha. So, am T-Bildschirm kannst du jetzt ein neues Spiel plus begonnen werden. Wenn du über diese Option ein neues Spiel startest, werden deine Attribute und Gegenstände aus einem zuvor abgeschlossenen Spielstand übertragen. Der Spielmodus Final Fantasy ist jetzt auch verfügbar, exklusiv für neues Spiel plus. Final Fantasy Modus. Stärkere Gegner, ein höheres Stufenlevel für Clive bis Stufe 100. Neue Ausrüstung und Gegenstände, exklusive Inhalte für diesen Spielmodus. Okay. So, meine Frage wäre dann jetzt, was passiert, wenn ich diesen Spielstand hier lade? Begib dich zum Ursprung. Ah, hier sind neue Sachen. Hier kann man wahrscheinlich die letzten Lieder und so holen, ne? Ja, da kann ich wahrscheinlich ein Lied kaufen, ne? Pass auf. Aber irgendwo stand noch irgendwie, mir fehlt nur eins in der Schatzruhe. Die Zeiten sind hart. Das heißt, deck dich ein, solange du kannst. Das heißt, ich werde so oder so irgendwie was. Mir wird sowieso irgendwas fehlen, leider. Na, Notenrolle. Meister. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. So, mir fehlt aber immer noch eins dann. Fertig. Aha. Naja, das ist wahrscheinlich dieser Kopiergeschützte, ne? So, hier, guck mal. Kann bei Händlern gekauft werden, kann in der Schatztruhe gefunden werden. Okay, mir fehlen trotzdem sowieso noch zwei. Okay, scheint jetzt aber nicht so, als wären jetzt irgendwie noch neue Quests oder so aufgetaucht oder so, ne? Ich komme bestimmt hier bei, dem einen Kollegen. War das hier anders? Neue Waffe freigeschaltet. Die hatte ich nicht ausgerüstet. Ich hatte die ausgerüstet. Okay, also hier, weil jetzt hier ein neuer ist, ne? So, bei dem Kollegen muss jetzt aber hier noch ein Maximum sein, ne? Okay, und dann gehen wir hier rein, ne? Geben noch für ihn was ab. Wer, das Ding ist nicht voll. Mein Freund. Welches Thema wollen wir heute behandeln? Was fehlt denn hier noch? Boah, du kannst mich sagen. Mir immer willkommen, Clive. Ich hab doch alles gemacht in diesem Spiel. So, na gut. Wahrscheinlich im Final Fantasy Modus irgendwie was freischalten, ne? Wenn ich mir vielleicht mal anschauen, ne, was es damit auf sich hat, ne? Und ansonsten werde ich jetzt hier nicht natürlich hier noch. Gut, dann war es das mit Final Fantasy 16, ne? 62 Parts waren das jetzt, glaube ich, ne? Und ja. Die Zeit ist reif, für Clive auf Wiedersehen zu sagen. Hey Joshua, du bist wieder am Leben. Hey, bin's Prinz hier und du bist wieder am Leben. Was heißt hier wieder?
Na gut. Ja, ich nehme an, die letzten Sachen kann man dann im Final Fantasy Modus noch freischalten. Ja, hier diese Dinger, die ich da in mein Zimmer reinpacken kann. Aber warte mal, wenn ich meine Attribute übernehme, wenn ich ein neues Spiel starte, dann starte ich auf Level 49. Ah, hier fehlen nämlich auch noch zwei Sachen, ne? Nehme ich mal an, kann ich dann irgendwann. Gut. Na gut. Aber okay, ja. Dann würde ich sagen, ich verabschiede mich von diesem Projekt hier, ne? Auch wenn jetzt hier irgendwie Final Fantasy Modus hier was vollkommen anderes Erlebnis ist oder so, ich werde da definitiv nicht aufnehmen, ne? Weil dann müsste ich halt das gesamte Spiel nochmal spielen, ne? Und ja, dann sage ich, ich hoffe, euch hat dieses Spiel gefallen, dieses Projekt, und ich sehe euch dann, wo auch immer ihr beim nächsten Mal hier reinschauen werdet, ne? In einem anderen Projekt, bei meinem neuesten Projekt, bei meinem nächsten Projekt, keine Ahnung, beim Stream, wenn ich mal streame, ne? Meistens um 20.15 Uhr an irgendeinem zufälligen Tag. Meistens könnte ich da halt immer ein, zwei Tage vorher an. Und ja, cool. Dann sage ich, die Zeit ist reif für Clive, nach Hause zu gehen und Feierabend zu machen. Gut. Dann danke ich allen fürs Zuschauen. Für jeden, der vorbeigeschaut hat, für jeden, der kommentiert hat, für jeden, der geliked hat, für jeden, der abonniert hat. Und dann sage ich, ciao. Bis zu unserem nächsten Abenteuer. Unsere nächsten Reise. Wir sehen uns. Clive sagt, haltet die Ohren steif. Für Clive. Bye.